Herzlich, ja. Viele Leute fragen mich manchmal, wie man schnell mit Orgeln zurechtkommt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so viel Zeit hat und sich sofort mit einer Orgel gut anfreunden möchte. Dann geht das dadurch schnell, indem man wirklich zuerst sich mit der Orgel optisch kurz auseinandersetzt. Wie ist das Gesicht der Orgel? Wie ist die Chemie? Was ist das für eine Orgel? Einfach optisch durch den Prospekt lässt sich schon sehr viel sagen. Ist sie groß? Ist sie klein? Was für eine Art von Orgel ist das? Ist es eine Universalorgel, eine Barockorgel, eine romantische Orgel? Von welchem Jahr wird die sein? Von welcher Orgelbaufirma? Das einfach schnell checken, notfalls auch fragen, sich dann hinsetzen. Das Erste, was ich dann wirklich mir angucke, ist natürlich die Disposition, das heißt die Registerknöpfe und wie viele Manuale hat es? Ist es groß, ist es klein, hat es zwei oder drei Manuale? Und wie sind die Manuale angeordnet? Dann kann ich schon alleine optisch sehen, wie das motorisch ist.